Das erste Date hast du nun hinter dir und jetzt bist du am Überlegen, wann schreibst du ihr, wann ist euer zweites Treffen angesetzt und wie solltest du auf jeden Fall weitermachen, damit das Ganze in eine Beziehung läuft. Darüber möchte ich mit dir im heutigen Video sprechen. Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video mit mir. Über das erste Date haben wir ja schon oft und ziemlich ausführlich gesprochen, doch das zweite Date wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und vor allen Dingen die Phase zwischen dem ersten und dem zweiten Date ist sehr, sehr entscheidend, deswegen ich in diesem Video gerne über ein paar Aspekte sprechen möchte. Wie immer kannst du hier unten in den Kommentaren deine weiteren Fragen zu diesem Thema stellen, damit wir in den Dialog treten und so eben auch noch ein paar andere Punkte ansprechen als die, die ich hier in diesem 10-Minuten-Video erzähle. Zunächst einmal müssen wir uns die Ausgangssituation vorstellen. Du hattest ein Date mit deiner Traumfrau und das erste Date lief wirklich richtig gut. Ihr seid zum Beispiel spazieren gegangen, wart Minigolf spielen oder habt etwas anderes Lockeres unternommen. Ihr wart auf Gottes Willen nicht essen, das hoffe ich. Und so habt ihr eben das Date auch nach 2 bis 3 Stunden beendet und das Kribbeln blieb, weil es nicht so lang gezogen wurde wie Kaugummi. Das ist jetzt so ein bisschen unsere Ausgangssituation, nach der wir uns richten. Jetzt gehst du nach Hause und fragst dich, okay, wir haben jetzt Freitagabend, wir haben jetzt Samstagabend, soll ich mich Sonntag melden, soll ich mich erst Montag melden? Oh Gott, was ist, wenn sie sich nicht meldet? Ich möchte dir zunächst einmal die Angst davor nehmen, dich zuerst zu melden, denn die Frau auf der anderen Seite hat genau die gleichen Ängste. Ach, melde ich mich zu früh, dann denkt er, ich bin zu anhänglich. In der Vergangenheit wurde ich von Männern immer wieder als nervig bezeichnet. Das heißt, nicht nur du hast irgendwelche Altlasten, sondern auch die Frau hat natürlich mit irgendwelchen Kontakten zu knabbern, wo ihr von Männern irgendwas vorgeworfen wurde. Und da sie dich noch nicht so gut kennt, hat sie hier Angst, etwas Falsches zu machen. Deswegen, und ich finde das so schön, dass man einfach die Frau auf seine Seite holt. Also das heißt, dass man das nicht sieht wie so zwei Kampfpositionen. Hier ist die Frau nach dem ersten Date, hier ist der Mann nach dem ersten Date. Und jetzt wird quasi ausgefochten, wer am längsten durchhält oder wer sich am coolsten präsentiert, weil man eben einfach noch nicht so in dieser vertrauten Situation ist. Und was heißt jetzt die Frau auf deine Seite holen? Du kannst beim ersten Date schon, wenn es zu Ende geht, ihr so ein bisschen so ein kleines Feedback geben. Das heißt, du kannst sagen, ich fand es super schön mit dir. Ich habe das Date jetzt wirklich sehr genossen. Und ich muss sagen, ich würde dich ganz gerne wiedersehen, wenn du das auch möchtest. Also das heißt, du bist hier wirklich so selbstbewusst zu sagen, dass sie dir gefällt. Aber du forderst auch direkt Feedback ein, damit du nicht in der Luft hängst, weil so kannst du sehr viel schlaflose Nächte oder Grübeleien vermeiden. Mein neues Buch, Die Kunst des Flirtens, ist auf Amazon schon seit über einem Monat erhältlich. Lerne wie viele andere Männer vor dir, wie du in Alltagssituationen flirten kannst, ohne dich zu verstellen. Ohne irgendwelche Tricks. Du bleibst dabei ganz du selber. In 11 Kapiteln zeige ich dir, wie meine Kunden es geschafft haben, ganz normal und sie selbst zu bleiben und trotzdem Spaß daran zu haben, mit Frauen zu flirten. Daraus ergeben sich Dates und natürlich auch Beziehungen. Hol dir jetzt schnell dein Exemplar und leg los. Und wenn sie dann zum Beispiel sagt, ja, ich fand es auch total schön, ich möchte dich wiedersehen, dann kannst du sie zum Beispiel verabschieden, ohne dass jetzt ein Kuss entsteht oder so, sie umarmen und sagen, ich schreibe dir heute Abend, versprochen. Und so hast du quasi diese ganze Situation aufgelöst. Wer spielt hier welches Spiel? Oder, oh Gott, die Frau will dir eigentlich schreiben, aber sie hat Angst. Wenn sie zuerst schreibt, findest du sie langweilig. Weil Frauen wird oft eingeredet, wenn du dem Mann zu viel schreibst oder zu schnell schreibst, dann will er dich nicht mehr. Und das ist so kurios, weil auf der anderen Seite rede ich ja ganz oft mit euch und auch mit meinen Coaching-Teilnehmern. Und diese Angst herrscht ja auf beiden Seiten. Deswegen hol die Frau dadurch einfach auf deine Seite. Ja? Und wenn du ihr dann schreibst, dann kannst du schreiben, hey Simone, ich habe dir ja versprochen, mich zu melden, beziehungsweise ich würde ihr eine Sprachnachricht schicken an deiner Stelle und du sagst dann einfach, dass es wirklich, wie gesagt, total schön war und du wünschst ihr noch einen schönen Abend oder du greifst zum Beispiel irgendwas auf, ein Gesprächsthema, was ihr auf dem Date hattet, zum Beispiel hast du ihr vielleicht gesagt, dass du morgen früh raus musst, weil du einem Kumpel beim Umzug hilfst oder so und hast vielleicht gesagt, du wirst so einen richtigen sexy Blaumann anziehen und sie hat dich dann ausgelacht und hat gesagt, boah, das würde ich gerne sehen. Und dann schickst du ihr einfach ein Foto, wie irgendeine Arbeiterhose auf deinem Bett liegt und sagst hier, mein sexy Outfit von morgen steht schon mit irgendeinem Lachsmiley. Und dann habt ihr hier wieder so ein bisschen was, wo ihr euch necken und flirten könnt. Weil darum geht es ja und es soll ja am Anfang einfach Spaß machen und dieses, hey, mit dem kann man ausgelassen sein, mit dem kann man lachen, das verbindet und das macht den Unterschied. Und das wird sie bis in ihre Träume verfolgen, wenn ihr so ein schönes Gespräch hattet, wenn ihr so miteinander gelacht habt. Und dadurch wird es auch dazu führen, dass sie wirklich am nächsten Morgen aufwacht und an dich denkt und auf ihr Handy schaut.
So sollte das am besten ablaufen. Du holst die Frau auf deine Seite. Wenn du dieses Video jetzt schaust und euer erstes Date war schon und es ist vielleicht jetzt einen Tag vergangen, zwei Tage vergangen und du siehst ständig, oh Gott, die ist online und sie schreibt nicht, oh, sie ist schon wieder online und du wirst geradezu süchtig danach, du guckst die ganze Zeit, aber du schreibst ihr nicht. Warum tut es so weh? Das sage ich jetzt auch für Frauen, aber natürlich schauen Männer meine Videos, aber gleichermaßen kann man sagen, warum tut es so weh, einfach hey mit einem Smiley zu schreiben. Warum tut es weh? Aber es tut deswegen weh, weil ihr beide noch in der Luft hängt. Es ist dieses Ungewisse. Und einer von euch beiden muss liebevoll über seinen Schatten springen. Und deswegen, weil du dieses Video schaust, lade ich dich dazu ein, dass du derjenige bist, der jetzt liebevoll über seinen Schatten springt und dieses Hey einfach schreibt. Und dann ist natürlich jetzt die Sache, wie handhaben wir das nach einem ersten Date? Wie eng sollte dieser Kontakt sein? Es gibt hier nicht das, wo man sagt, es muss nach 24 Stunden sein oder es muss nach 3 Tagen sein. Also die Barney-Stinson-Regel ist hier meiner Meinung nach relativ hinfällig, was aber auf jeden Fall sein sollte, weil ihr seid ja jetzt hyped, ihr hattet dieses erste Date, es lief gut. Du solltest sie auf jeden Fall in der Woche drauf treffen. Es sollte auf gar keinen Fall länger als eine Woche vergehen. Wenn ihr euch zum Beispiel Freitag getroffen habt, dann macht einfach die Woche drauf Freitag euer nächstes Date. Und dazwischen ist jetzt ganz wichtig, was dazwischen passiert. Es geht gar nicht so sehr darum, dass ihr jetzt nach dem ersten Date sagt, okay, Freitag gehen wir ins Kino und dann meldest du dich tagelang nicht. Du wirst diese Frau verlieren. Warum? Du hast diesen Termin in deinen Kalender eingetragen, sie auch, aber dadurch, dass ihr nicht mehr miteinander kommuniziert, wird ja dieses kleine Fünkchen Feuer, du hast jetzt quasi so ein kleines Streichholz in ein Feuer geworfen, aber es ist ja nur viele Funken machen das große Feuer. Und deswegen hat dieses eine kleine Streichholz, da kommt ein Windstoß, 4-5 Tage vergehen und das Feuer ist aus. Und du kannst diese vielen Funken erzeugen, indem ihr einfach den Kontakt haltet. Also zum Beispiel, hey, Sonntagabend rufe ich dich um 19 Uhr an, kannst du da? Wenn sie ja sagt, dann sagst du, okay, dann haben wir unser nächstes Telefondate oder falls ihr das noch nicht hattet, kannst du sagen, ey, jeder von uns nimmt sich einfach ein Glas Wein. Ich wollte gerade Flasche sagen, bitte mach das nicht. Ein Glas Wein und wir setzen uns auf den Balkon und haben einfach schönes Telefondate. Und das ist, da machst du so viel, da frühstückst du so viel ab. Zum einen lernst du diese Frau besser kennen, weil du als Mann willst ja auch gucken, will ich die? Also es geht ja nicht nur darum zu sagen, ich will die Frau von mir überzeugen, sondern hey, vielleicht willst du sie ja gar nicht, wenn du ein bisschen mehr Zeit mit ihr verbringst. Also wichtig, willst du sie? Ihr habt dieses Telefondate. Das andere ist, dass man einfach mal kreativ ist. Das heißt, es gibt nicht nur immer dieses, okay, wir gehen essen, wir gehen spazieren, wir gehen ins Kino, sondern da gibt es auch noch so viel mehr. Auch wenn wir zum Beispiel jetzt nicht uns sofort wieder treffen, hey, lass ein kleines Wein-Telefondate machen. Und dann sitzt du draußen, ihr telefoniert und du sagst, ey, voll cool, die Sonne geht gerade unter, was machst du gerade? Und dann redet ihr einfach, wie war dein Wochenende? Und versucht einfach so ein bisschen zu schauen, okay, wie gestaltet sie denn ihr Leben? Was machst du normalerweise am Wochenende? Ist es bei dir so, dass die Wochenenden eher ruhiger sind? Oder gibt es auch mal irgendwie Partys, wo du hingehst und dann erzählt sie vielleicht, nee, ich gehe schon so lange nicht mehr feiern. Und dann kannst du wieder fragen, also wir wollen ja dann wieder in die emotionale Ebene, dann kannst du sie fragen, okay, gibt es da einen Grund zu? Also würdest du sagen, dass dir das nicht so viel Spaß gemacht hat oder ist diese Feierphase einfach vorbei? So ist es bei mir zum Beispiel. Und dann könnt ihr wieder Gemeinsamkeiten finden. Dann sagt sie vielleicht, ja, früher war das okay, feiern zu gehen, aber irgendwann ist es dann einfach unangenehm, die ganzen betrunkenen Leute. Es ist einfach so ein anderes Klientel. In vielen Clubs ist es einfach unangenehm, man wird nur angegafft. Also was auch immer sie da halt einfach erzählt. Und dann hörst du zu, verstehst sie, sagst, okay, ich kann das verstehen, es ist für Frauen einfach unangenehm manchmal in solchen Situation, dann gibt es doch so viel mehr, was vielleicht noch Spaß macht. Was ist zum Beispiel mit tollen Rooftop-Bars oder so? Und dann kann sie wieder sagen, boah, ja, sowas finde ich mega. So, lass uns Daydrinking irgendwie normalisieren. Also dann geht es wieder so in eine andere Richtung. Ja, einfach im Bikini-Oberteil und einer kurzen Hose in so einer Rooftop-Bar sitzen, die Füße ins Wasser strecken, 1-2 Cocktails und dann um 19 Uhr nach Hause, einen coolen Film gucken, was zu essen bestellen, der perfekte Sonntag. Also wisst ihr, was ich meine? Man kann so einfach so schöne Traumschlösser mit der Frau bauen an diesem Telefon. So, also wir haben wieder so einen Funken ins Feuer geschmissen, wir haben telefoniert.
Und dann kannst du in der ganzen Woche in Sprachnachrichten chatten. Hey, ich habe gerade an dich gedacht, weil wir hatten doch über das und das geredet. Ist gerade auf der Arbeit was passiert? Boah, das muss ich dir kurz erzählen. Das war gerade so eine lustige Situation auf der Arbeit und und. Und dann kann sie wieder was erzählen. Und so wirfst du immer wieder Funken ins Feuer, dass wenn ihr euch dann an diesem nächsten Freitag seht, dann lodert dieses Feuer schon und euer zweites Date wird einfach nur bombastisch und ihr küsst euch und ihr habt einfach ein tolles zweites Date. Und das Ganze geht in Richtung Beziehung. Deswegen, ganz wichtiges Learning, das zweite Date spätestens nach einer Woche ausmachen und darauf achten, dass du dazwischen eben immer wieder Funken ins Feuer wirfst und du wirst merken, dass deine Dates, also beziehungsweise du wirst jetzt einfach nur noch ein Date brauchen und das wird dann einfach die Frau fürs Leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg dabei, meine Tipps umzusetzen. Wie immer freue ich mich, wenn du ein Abo dalässt und die Glocke aktivierst. Jeden Mittwoch und Sonntag findest du auf meinem Kanal ein neues Video. Bis bald, ihr Lieben.